NBBL Playoffs. Frankfurt führt 1-0, München will Spiel 3. Spiel 2 wird euch präsentiert von bballprocoach.de. Und München startet gleich mal mit einer Ansage ins Spiel. Justin Hadley zieht über die Baseline und lässt es gleich mal krachen. Mit so einer Defense wird's auswärts schwer. Und das erste Viertel gehört auch den Münchnern. Oliver Russ verpasst hier zwar, aber Oscar Leon da Silva ist zur Stelle und macht den Plus-Bonus-Freiwurf rein. 15 Punkte am Ende für ihn. Die Gäste aus Frankfurt können sich nur selten zeigen. Wie hier Ivan Michaljevic unter dem Korb. Salman Mansur setzt dann den Schlusspunkt im ersten Viertel, nach schönem Teamplay und dem Halbdistanzwurf vom Top of the Key. München führt 25-18. Im zweiten Viertel schaltet sich dann noch einer bei München ein. Der Lefty Point Guard aus England, Liam Carpenter, swischt den Pull-Up-Jumper aus der Halbdistanz gegen die Verteidigung. Auch im zweiten Viertel kommt zu wenig von Frankfurt, auch wenn hier Armin Trutovac die einfachen Punkte einsammelt. München spielt mit mehr Energie. Salman Mansur sammelt den Fehlwurf vom Teamkollegen ein und schließt mit dem And-One ab, inklusive Emotions. Zeig, was du hast, Salman! Und immer wieder dieser da Silva. Hier erst der Pass in die Ecke zu Liam Carpenter, der den Dreier versenkt. Und dann einer noch von ihm selbst, nach Pass von Justin Hadley. Am Ende kommt da Silva auf 10 Assists. Das riecht nach Triple-Double. Erstmal geht es in die Pause. 46-34 für München Nord. In der zweiten Hälfte hört da Silva nicht auf. Das Triple-Double ist perfekt. 15 Punkte, 15 Rebounds und 10 Assists. Auch wenn bei dem einen oder anderen Assist wohl ein Auge zugedrückt wurde. München Nord spielt aber weiterhin starken Teambasketball. Salman Mansur hier ebenfalls mit einem Assist auf Justin Hadley, der auf insgesamt 11 Punkte kommt. Aber Frankfurt kommt besser ins Spiel. Armin Musovic verwandelt aus der Halbdistanz und verkürzt den Abstand. Er kommt insgesamt auf 13 Punkte. Auch Jules Dangakodo legt einen Gang zu, holt sich hinten den Rebound und schließt in der Transition ab. Liam Carpenter hat aber etwas dagegen. Er kommt auf 11 Punkte und beendet das dritte Viertel aus der Halbdistanz. München geht mit plus 14 ins letzte Viertel. Spiel vorbei, oder? Frankfurt gibt nochmal Gas. Erst bekommt Ivan Michaljevic den schönen Durchstecker von Armin Musovic, dann versenkt Jules Dangakodo den Dreier, er kommt am Ende auf 18 Punkte und zu guter Letzt beide im Teamwork. Akodo auf Michaljevic und München braucht eine Auszeit. Michaljevic trifft 100% aus dem Feld, holt sich dazu noch 8 Rebounds und ist damit auffälligster Spieler bei Frankfurt. Dann macht Salman Mansur den Deckel zu. 22 Punkte am Ende für ihn, ein weiterer Assist für die Münchner und sie holen sich das Entscheidungsspiel am Sonntag in Frankfurt. Endstand 74-67 für München.